Hallo, liebe Geschwister. Ich freue mich, dass ihr zu unserer Bibelstunde hier auf meinem YouTube-Kanal zugeschaltet habt. Wir wollen heute den Galaterbrief weiter studieren miteinander. Ich bin sehr gespannt. Gespannt, ob das wieder technisch klappt. Ihr wisst, das ist noch alles in so einem Probestadium, wo man nicht so genau weiß, ob immer alles funktioniert. Ich habe meine liebe Frau neben mir sitzen mit Kopfhörern im Ohr und ich hoffe, dass die mir dann sagt, ja, man kann alles hören. Auf alle Fälle von meiner Seite aus, ich freue mich von ganzem Herzen, dass ihr da seid. Ich freue mich wirklich und ich möchte am Anfang mit uns beten, denn wir haben heute einen Text, der, ich sag mal, nicht ganz so einfach ist. Den haben wir ja schon angefangen, aber wir wollen heute fortsetzen aus Galater Kapitel 4. Aber vorneweg bete ich mal. Vater im Himmel, wir wollen dir danken dafür, dass du ein lebendiger Gott bist. Wir wollen dir danken dafür, dass du ein Gott bist, der uns kennt, der unsere tiefsten Sehnsüchte und Nöte kennt. Und wir wollen dir einfach auch vertrauen, dass du in der Lage bist, aus unserem Leben, egal was gerade passiert, etwas Gutes zu machen. Und weil wir dieses Vertrauen haben, wollen wir im Glauben wachsen und dein Wort verstehen und bitten dich darum, dass du uns darin leitest. Amen. So, also Galater 4, wo stecken wir? Ein Rückblick. Paulus schreibt an junge Christen, die in Gemeinden zu Hause sind, wir würden sagen in der heutigen Türkei. Und diese jungen Christen haben ein Problem. Sie haben das Evangelium gehört, das Paulus ihnen verkündet hat. Und dann sind tatsächlich andere Leute gekommen, ich nenne die einfach mal Irrlehrer, und haben, nachdem Paulus wieder weg war, behauptet, dass das, was Paulus gepredigt hat, als Evangelium, dass das irgendwie nicht so die ganze Wahrheit war. Und die jungen Gläubigen, wahrscheinlich beeindruckt davon, dass diese Irrlehrer aus Jerusalem kamen und dass sie die ganzen anderen Apostel gut kannten und auch so ein bisschen die ganze Geschichte rund um die Entstehung der ersten Gemeinde, die sind auf diese Irrlehrer und ihr falsches Evangelium reingefallen. Was war falsch an dem Evangelium der Irrlehrer? Die Irrlehrer haben behauptet, dass um richtig Christ zu sein, man sich an das mosaische Gesetz halten muss. Das bedeutet, sie haben sich hingestellt und gesagt, wenn man nicht die Gebote hält, die Mose am Berg Sinai empfangen hat, und da geht es ihnen besonders um Dinge wie Speisegebote, Feiertage, bis hin zur Beschneidung, also um das typisch Jüdische am Gesetz. Es geht ihnen nicht um die Moral, sondern um das, was das jüdische Gesetz typisch jüdisch macht. Wenn Christen das nicht halten, dann können sie nicht im eigentlichen Sinn Kinder oder Nachfahren Abrahams sein. Wie gesagt, die jungen Gläubigen hören das, sind erstmal überrascht, nehme ich an, weil Paulus ja gesagt hatte, es reicht, an den Herrn Jesus zu glauben. Und das mosaische Gesetz würde jetzt gar keine Rolle spielen. Aber sie sind doch auch beeindruckt und nehmen ein Stück weit dieses falsche Evangelium an. Beziehungsweise sie sind dabei, sich auf eine ungesunde Weise damit zu beschäftigen und sie rutschen ganz langsam in einen falschen Glauben hinein. Und Paulus, der das mitbekommt, ist entsetzt, setzt sich hin, schreibt einen Brief und rückt ihnen den Kopf zurecht. Und da stecken wir jetzt mittendrin. In Galater Kapitel 4. Und ich lese nochmal ab Vers 21. Und damit ihr mitlesen könnt, habe ich euch den Text mitgebracht. Den werde ich jetzt einfach mal einblenden. Ich hoffe, das funktioniert jetzt bei euch auch. Und ihr könnt jetzt hier an der Stelle alles gut sehen.
Galater Kapitel 4, Abvers 21. Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Und was jetzt kommt, das ist eine Analogie. Paulus nimmt zwei Frauen aus dem Alten Testament, die beide mit Abraham ein Kind hatten, nämlich Hagar, die Sklavin, und Sarah, seine eigentliche Frau. Also eigentlich die Frau und die Konkubine. Und er sagt in Vers 22, denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd, Hagar, und einen von der Freien. Und jetzt vergleicht er die beiden Frauen und ihre Söhne miteinander. Und in einer Analogie überträgt man immer von einer Seite auf die andere. Also er nimmt das Bild von den beiden Frauen und sagt, diese beiden Frauen sind in ihrem Verhältnis zueinander genauso wie der alte und der neue Bund. Lies das mal vor, in Vers 24. Dies hat einen bildlichen Sinn, denn diese Frauen bedeuten zwei Bündnisse. Und jetzt könnte ich weiterlesen, aber ich kann es euch auch einfach erklären. Hagar steht für den alten Bund und Sarah steht für den neuen Bund. Und entsprechend sind die Kinder auch in ihrer Unterschiedlichkeit ein Bild für das Judentum und ein Bild für die Gemeinde. Um jetzt nicht das Wort Judentum zu verwenden, sagt Paulus Folgendes. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem. Also Hagar entspricht dem jetzigen Jerusalem. Und Jerusalem als Stadt, jetziges Jerusalem, Paulus schreibt seiner Zeit, wo Jerusalem noch nicht zerstört war, das findet erst 70 nach Christus statt. Der Tempel steht noch und Hagar steht für eine Religiosität, die ihre Identität festmacht an der Stadt Jerusalem. Und damit ist gemeint das Judentum. Denn das Judentum, das ist ganz wesentlich abhängig davon, dass ich einen Tempel habe. Und mit dem Tempel zusammen auch logischerweise Priester, die Opfer bringen. Aber das ist natürlich etwas, wo wir als Christen sagen müssen, damit haben wir eigentlich nichts zu tun. Und jetzt kommt etwas, was ich total spannend finde und ich denke, den ein oder anderen schnell abhängt. Paulus sagt nämlich in Vers 26, und da waren wir letztes Mal stehen geblieben, das Jerusalem droben aber ist frei. Das ist jetzt eine ganz schräge Formulierung. Es gibt ein Jerusalem hier auf der Erde. Oder es gab es zumindest, jetzt gibt es das wieder. Und dieses Jerusalem steht für das Judentum und es steht für den alten Bund. Paulus sagt, damit haben wir nichts zu tun. Nochmal, das Jerusalem droben aber, und droben meint das himmlische Jerusalem, ist frei. Frei vom Gesetz. Und dann sagt er, und das ist eure Mutter. Das ist natürlich schräg, oder? Das Jerusalem droben ist eure Mutter. Eine Mutter ist die, die mich zum Leben bringt, die mich gebiert. Paulus sagt also, wenn ihr euch euer Leben anschaut als Christen, dann habt ihr neues geistliches Leben durch den Glauben empfangen. Und wenn ihr euch überlegt, welche Stadt das ist, die ihr als euer Zentrum betrachtet, dann ist das eben nicht das irdische Jerusalem, sondern das himmlische Jerusalem. Und ihr merkt, die Stadt Jerusalem steht für ein Konzept meiner Gottesbegegnung. Der Jude, der Gott begegnen wollte, der musste nach Jerusalem ziehen und dort in den Tempel gehen. Wir müssen das nicht. Und doch haben wir natürlich auch
einen Ort, und jetzt müsst ihr das, den Begriff Ort ein bisschen abstrahieren. Wir haben auch einen Ort, wo wir Gott begegnen. Nur dieser Ort, das ist keine reale Stadt, sondern das ist ein himmlisches Jerusalem. Das ist der Ort, wo Gott selber wohnt. Will sagen, wenn wir Gott begegnen wollen, naja, dann brauchen wir nur die Hände zu falten und sind bei ihm. Warum? Weil wir mit unserer Bekehrung, wir sind Bürger geworden des Himmels. Wir sind Einwohner des neuen himmlischen Jerusalems geworden. Wir gehören dorthin, wo Gott wohnt. Wo jetzt der Herr Jesus, unser König, zur Rechten Gottes auf dem Thron sitzt. Das ist der Ort, wo wir hingehören. Und diese Idee, dass wir tatsächlich zu einem neuen Jerusalem, zu einer neuen Qualität von Gottes Beziehung gehören. Diese Idee ist in der Bibel, ich will sagen, nicht so ganz offensichtlich dargestellt, aber sie ist da. Und Paulus sieht sie sehr deutlich. Er sieht sie im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 54. Und deswegen zitiert er Galater 4, Vers 27, denn es steht geschrieben, und jetzt das Zitat aus Jesaja Kapitel 54, Vers 1, freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst, brich in Jubel aus und rufe laut, die du keine Geburtswehen erleidest, denn viele sind die Kinder der Einsamen, mehr als die derjenigen, die den Mann hat. Das ist ein Zitat. Ein Zitat aus dem Alten Testament. Und ein total spannendes. Jesaja 54. Und viele von euch werden wissen, ja, 54 sagt mir nichts, aber das Kapitel davor, das sagt mir eine ganze Menge. Jesaja 53 ist das vielleicht bekannteste Kapitel aus dem Propheten Jesaja. Es ist ein Kapitel, das beschreibt, was Jesus für uns erleiden muss, damit wir gerettet werden können. Das ist Jesaja 53. Der Knecht Gottes, der auf die Erde kommt, um für unsere Sünden zu sterben. Und damit tatsächlich den Unterschied macht, heilsgeschichtlich den Unterschied macht zwischen dem alten Jerusalem, dem alten Bund und dem neuen Jerusalem, dem neuen Bund. Ich möchte euch zeigen, dass Jesaja 54 über eine Stadt spricht. Und deswegen lese ich euch Jesaja 54 mal ein paar Verse vor und dann komme ich zu dem Vers, um den es mir geht. Also Jesaja 53 endet damit: Er aber, das ist der Messias, hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Und dann, was ist die Folge davon? Die Folge davon ist: Juble, du Unfruchtbare, die nicht geboren hat. Brich in Jubel aus und jauchze, die keine Wehen gehabt hat. Jesaja 54, 1 aus dem Buch Jesaja. Denn die Söhne der Einsamen sind zahlreicher als die Söhne der Verheirateten, spricht der Herr. Das ist der Vers, den Paulus gerade zitiert hat in Galater 4. Und wenn man weiterliest, dann kann man das ganze Kapitel, und es lohnt sich, das wirklich mal zu lesen, dann kann man das lesen und man wird feststellen, hier wird beschrieben, wie eine neue Stadt, ein neues Jerusalem, wie das bevölkert wird, mit gläubigen Leuten aus der ganzen Welt. Und dass es sich tatsächlich um eine Stadt handelt, das wird dann in Jesaja 54, Vers 11 deutlich. Dort heißt es: Du elende, sturmbewegte, ungetröstete, siehe, ich lege deine Steine in Hartmörtel und lege deine Grundmauern mit Saphiren. Ich mache deine Zinnen aus Rubinen und deine Tore aus Karfunkeln und deine ganze Einfassung aus Edelsteinen. Und alle deine Kinder werden von dem Herrn gelehrt
und der Friede deiner Kinder wird groß sein. Durch Gerechtigkeit wirst du fest gegründet sein. Und ich könnte weiterlesen. Was man hier merkt, ist, hier wird eine Stadt beschrieben, die aber eigentlich keine Stadt mehr ist. Warum ist das keine Stadt mehr? Weil an dieser Stelle das Konzept Stadt für Beziehung steht. Hier wird das neue, das himmlische Jerusalem beschrieben als ein Bild für die Beziehung, die wir zu Gott haben. Und ich möchte euch noch eine andere Stelle zeigen aus dem Hebräerbrief. Dort wird das nämlich explizit auch so formuliert. Hebräerbrief, Kapitel 12 ist das. Hebräer 12. Und dort lesen wir in Vers 22, Hebräer 12, Vers 22, für die, die mitlesen wollen, da geht es um uns, wie wir eben gerade nicht alter Bund sind, sondern ihr seid gekommen zur Stadt des lebendigen Gottes im himmlischen Jerusalem. Da sind wir. Also wir sind Einwohner des himmlischen Jerusalems. Wir gehören zum Himmel. Und wir haben eine Qualität von Beziehung, die sich die Patriarchen, Abraham, Isaak, Jakob, die sich gewünscht hätten. Und wir lesen das im gleichen Brief, nochmal Hebräerbrief, Kapitel 11. Da geht es um Abraham. Und es geht darum, was Abraham erwartet, warum er auf dieser Erde sich so wenig heimisch gemacht hat, warum er sich nicht eine Stadt gebaut hat. Und der Autor des Hebräerbriefes sagt, denn er, Abraham, erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Abraham wusste, dass das, was er da hat an Beziehung, dass das irgendwie noch nicht alles sein konnte. Und wenn wir überlegen, was Abraham fehlte, dann ist es das, was wir heute ewiges Leben nennen. Ewig in dieser Qualität, die dadurch entsteht, dass wir ganz genau wissen, wer für unsere Sünden gestorben ist und dass wir aus diesem Wissen heraus durch den Glauben Zugang haben zu einer Beziehung, wo Gott selbst durch seinen Geist in uns wohnt und uns versichert, dass wir Kinder Gottes sind. Diese Nähe des innewohnenden Heiligen Geistes, diese Gewissheit, zum Himmel zu gehören, dieses einfach Gott begegnen können, weil ich ein Geist mit ihm bin, weil ich wirklich ewiges Leben habe, weil etwas aus der Ewigkeit schon in mir drinsteckt, weil ich Teil vom Leib Christi bin, weil ich Auferstehungsleben Christi teile. Das hatte Abraham nicht. Das hat er sich aber gewünscht. Und das steckt hinter seiner Sehnsucht nach einer anderen Stadt, nach einem anderen Ort der Begegnung, nach einer anderen Qualität von Beziehung. Und das steckt hinter dieser Idee des himmlischen Jerusalems. Und Paulus zitiert Jesaja 54, Vers 1, um zu zeigen, dass das viel mehr ist, als einfach nur zurückzugehen ins Judentum und Anteil zu haben an einer Stadt aus Steinen mit einem Tempel drin und Priestern. Vers 28, Galater 4, Vers 28. Ihr aber, Brüder, seid wie Isaak, Kinder der Verheißung. Ihr merkt, das sind wieder die beiden Söhne, die jetzt gegeneinander gestellt werden. Auf der einen Seite Ismael und auf der anderen Seite Isaak. Ismael steht für den alten Bund, für das, was Menschen aus eigener Kraft erreichen können. Isaak steht für Verheißung. Isaak kommt, weil Gott ihn versprochen hat. Da war menschlich nicht mehr viel zu wollen. Und Gott macht aber trotzdem aus dem Tod Leben. Und so war das auch bei uns. Wir sind nicht zum Glauben gekommen, weil wir uns angestrengt haben. Wir waren nicht die Guten, sondern wir haben zugegeben, dass wir nichts können. Das steht am Anfang unserer Bekehrung. Ehrlich zugeben,
dass wir es nicht schaffen. Wir sind tot. Tot in unseren Vergehungen und Sünden. So würde Paulus das im Epheserbrief beschreiben. Aber aus dem Tod heraus erschafft Gott neues, ewiges Leben. Und das ist unser Leben, was wir haben in Christus. Und dieses neue, ewige Leben, das heißt, ich bin ein Kind der Verheißung. Ich bin nicht jemand, der es selber geschafft hat, sondern ich baue auf das Versprechen Gottes, dass jeder, der glaubt, ewiges Leben bekommt. Und jetzt gibt es einen Konflikt, der im Alten Testament vorgezeichnet wird, wenn man sich das Verhältnis von Isaak und Ismael anschaut. Da heißt es in Vers 29, aber so wie damals der nach dem Fleisch geborene, das ist Ismael, er wird geboren, weil Sarah eine Idee hat, wie man es doch irgendwie schaffen kann, die Verheißung Gottes selber zu erfüllen. Und dann kommt die Geschichte mit der Hagar, dass da eben eine jüngere Frau anstatt von Sarah dann mit Abraham ein Kind. Ja, das ist fleischlich, meine Möglichkeit. Aber wie damals der nach dem Fleisch Geborene den nach dem Geist Geborenen verfolgte. Isaak wird geboren, weil die Kraft des Heiligen Geistes dafür sorgt, dass hier ein Wunder geschieht. Und die beiden kommen nicht so gut miteinander aus. Und es gibt da eine Geschichte im Alten Testament und die Geschichte klingt nicht so schlimm. Ich lese sie einfach mal vor. 1. Mose 21, die Verse 8 bis 10. Und das Kind wuchs und wurde entwöhnt, das ist Isaak. Und an dem Tag, als Isaak entwöhnt wurde, bereitete Abraham ein großes Mahl. Und Sarah sah den Sohn der Ägypterin Hagar, den diese dem Abraham geboren hatte, scherzen. Man könnte auch, das macht die Septuaginta, übersetzen, spielen. Und dieses Spielen wurde im Judentum nicht positiv gesehen, sondern eher so seine Scherze treiben mit jemandem. Jemandem verfolgen, ihm nicht gut tun. Und dann Vers 10, immer noch 1. Mose 21, da sagte sie zu Abraham, vertreibe diese Magd und ihren Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht mit meinem Sohn Erbe werden, mit Isaak. Wir merken, hier passiert etwas, das ist in den Augen von Sarah so schlimm, dass sie sagt, so geht das nicht weiter. Wir müssen hier einfach einen klaren Schnitt machen in unserer Familie. Und dann sagt Paulus, so ist es auch jetzt. Vers 30, aber was sagt die Schrift? Stoße die Magd und ihren Sohn hinaus, denn der Sohn der Magd soll nicht mit dem Sohn der Freien erben. Okay. Worum geht's hier, wenn ich das übertrage? Ismael steht für den alten Bund. Für die Möglichkeit, sich Gerechtigkeit dadurch zu erarbeiten, dass ich mir die Gebote vornehme. Paulus kommt daher. Ich möchte euch das kurz zeigen aus dem Philipperbrief. Im Philipperbrief, Kapitel 3, da beschreibt Paulus, was er gefunden hat durch seine Bekehrung zu Jesus. Und er sagt da etwas über Gerechtigkeit. Also er beschreibt, wie er selber früher versucht hat, gerecht zu leben durch das Halten der Gebote. Das war seine Idee von Gerechtigkeit. Und das ist das typisch jüdische Denken. Und bitte denkt immer mit, wir arbeiten das Konzept Werksgerechtigkeit. Wir arbeiten das ab am Beispiel des Judentums. Aber natürlich das, was ich für das Judentum sage, dass das Halten all dieser kleinen Gebote, die nicht moralischer Natur sind, dass das irgendwie wichtig wäre und dass mich das vor Gott irgendwie besser dastehen lässt, das kann ich für jede Art von Moralkodex sagen. Also auch Leute, die sich hinstellen und sagen, ich lebe nach der Bergpredigt, die machen nichts anderes. Oder Leute, die sagen, ich habe da so meine eigenen Regeln aufgestellt, was richtig ist. Auch die fallen unter den gleichen Vorwurf. Ihr wollt
euch eure Gerechtigkeit dadurch erarbeiten, dass ihr euch an Regeln haltet. Und Paulus kommt genau daher, er ist ein Pharisäer. Der wusste was von Regeln. Und er war bestimmt auch fleißig an der Stelle, denn das wissen wir ja schon, er war unter seinen Kollegen, unter seinen Mitstudenten, er war ganz weit vorne. Er war weiter als die anderen. Er hatte sich mehr reingehängt. Und derselbe Paulus jetzt, der schreibt in Philipper Kapitel 3 und ich lese ab Vers 8. Ich lese mal ab Vers 8. Ja, wirklich, ich achte auch alles für Verlust oder für Dreck, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und das stimmt, er hat seine komplette Karriere, alle seine Beziehungen, seine Zukunft für diese Beziehung drangegeben. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. Indem ich, und jetzt kommt es, Philipper 3, Vers 9, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Und ihr merkt, es gibt zwei unterschiedliche Arten, wie ich Gerechtigkeit denken kann. Es gibt die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Ich streng mich an und irgendwann kann ich sagen, schau her, Gott, ich bin toll. Oder es gibt die Gerechtigkeit aus Gott. Eine Gerechtigkeit, wo ich erst einmal nicht mehr tue, als zu glauben. Und weil ich glaube, weil ich zugebe, ich schaffe es nicht, weil ich ganz auf das vertraue, was Gott in Christus für mich gemacht hat, deshalb sagt Gott, das ist genau das, was ich wollte. Vielleicht noch eine Stelle, damit wir dieses Konzept noch ein bisschen besser verstehen. Römerbrief Kapitel 10. Der Römerbrief dreht sich ums Evangelium ganz stark, aber in den Kapiteln 9 bis 11 geht es um das Volk Israel und um die Frage, warum das Volk Israel, zumindest die meisten davon, obwohl sie über Jahrhunderte hinweg eine absolut privilegierte Stellung hatten, warum sie es irgendwie nicht geschafft haben, an Jesus zu glauben, warum sie nicht Teil des neuen Bundes geworden sind. Und Paulus erklärt das in Römer 10 folgendermaßen. Er sagt in Vers 2 über seine jüdischen Genossen, Volksgenossen, denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht mit rechter Erkenntnis. Also Eifer ist da, aber hinter dem Eifer steckt nicht die rechte Erkenntnis. Denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene aufzurichten trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Also nochmal, da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten. Merkt ihr? Gottes Gerechtigkeit, die haben sie nicht erkannt. Sie haben nicht verstanden, wie Gott sich das denkt, dass man gerecht wird. Da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene aufzurichten trachteten. Also für sie war es viel wichtiger zu sagen, wir strengen uns mal an und dann wird das schon irgendwie. Und deswegen können sie mit einem Messias, der sagt, tut Buße, das hat alles keinen Sinn. Ihr braucht mich und ihr braucht mein Opfer. Ihr müsst an mich glauben und dann ist eure Beziehung mit Gott in Ordnung. Damit können sie erstmal tatsächlich nichts anfangen. Sie haben sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Ich muss bei dem Thema Gerechtigkeit in meinem Kopf das klarkriegen, dass es nicht mehr darum geht, dass ich mich irgendwie anstrenge, Gott zu beweisen, wie wertvoll ich bin. Es geht um den Glauben. Galater Kapitel 4, Vers 30. Aber was sagt die Schrift? Stoße die Magd und ihren Sohn hinaus, denn der Sohn der Magd soll nicht mit der Freien erben. Die beiden sollen am Ende nicht gleichrangig nebeneinander stehen. Und jetzt übertragen wir die beiden Söhne auf die zwei Bünde. Der alte Bund und der neue Bund, die sollen nicht gleichrangig nebeneinander stehen. Und genau das ist aber, was die Irrlehrer den Christen in Galatien verkaufen wollen. Sie wollen ihnen verkaufen,
dass das Judentum gleichrangig ist mit dem Christentum. Dass es da eigentlich keinen Unterschied gibt. Nee, mehr noch, dass man als Christ eine ordentliche Portion vom Judentum übernehmen muss, um überhaupt richtiger Christ zu sein. Aber im Bild gesprochen, stoße die Magd und ihren Sohn hinaus. Verabschiede dich vom Judentum. Verabschiede dich vom mosaischen Gesetz. Denn der Sohn der Magd soll nicht mit dem Sohn der Freien erben. Wenn du die Verheißung Gottes erben willst, wenn du am Ende bei Gott ankommen willst in der Ewigkeit, dann musst du dich vom Judentum verabschieden. Vers 31, daher, Brüder, sind wir nicht Kinder einer Magd, sondern der Freien. Wir sind Kinder der Freien. Und als Kinder der Freien sind wir Erben der abrahamitischen Verheißung. Ich muss jetzt mal euch den Text ändern auf dem Screen. Das kann jetzt einen kurzen Moment dauern. Gleich seht ihr nämlich Galater Kapitel 5 und da machen wir weiter. So, jetzt müsstet ihr eigentlich Galater Kapitel 5 sehen. Ja, also sieht hier auch bei mir so aus. Und Galater Kapitel 5, Vers 1 beginnt mit dem schönen Satz: Für die Freiheit hat Christus uns freigemacht. Schön, oder? Für die Freiheit. Die Irrlehrer wollen ja Knechtschaft. Knechtschaft unter das Gesetz und demzufolge natürlich auch Knechtschaft unter die Sünde. Denn das Gesetz macht ja nicht wirklich frei. Freiheit hier immer bitte vom direkten Zusammenhang her als eine Freiheit vom mosaischen Gesetz. Wenn Christus uns davon frei gemacht hat, dann steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Wenn du ein Joch auf dich nehmen möchtest, also wenn du sagst, ich brauche etwas, was mich lenkt und leitet, ein Joch, das ist ja nur dieser Balken, ja, den man so Tieren auflegt, damit man sie von den Karren spannen kann. Wenn ihr das schon tun wollt, dann schlage ich euch doch vor, dass ihr euch das Joch auflegt, das uns der Herr Jesus anbietet. Und ich glaube, ihr wisst, wovon ich rede. In Matthäus Evangelium Kapitel 11, da sagt der Herr Jesus auch etwas über ein Joch. Aber das ist kein Joch der Sklaverei. Er sagt, kommt her zu mir. All ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Das war Matthäus 11, 28. Und wie finde ich diese Ruhe? Nehmt auf euch mein Joch. Ich muss mich entscheiden. Hier ist das Joch des Gesetzes. Da ist dieses Joch, du musst tun, 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 und wenn du es nicht schaffst, bist du raus. Und hier kommt das Joch des Herrn Jesus, der sagt, ich habe alles getan. Folge mir. Hab keine Angst. Ich bin da. Ich werde dir die Kraft geben und ich werde durch meinen Geist dafür sorgen, dass du dich Stück für Stück in das Bild verwandelst, das ich schon in dir sehe. Das ist ein ganz anderes Joch. Und deshalb müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht neu unter ein Joch der Sklaverei beugen. Lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Galater 5, Vers 2, siehe, ich, Paulus, sage euch, dass Christus euch nichts nützen wird, wenn ihr euch beschneiden lasst. Und jetzt merken wir, worum es geht. Die Galater stehen kurz davor, nicht nur Feiertage zu halten, damit haben sie anscheinend schon angefangen, sondern die überlegen ernstlich, zumindest die Männer überlegen das, sollten wir uns nicht lieber auch beschneiden lassen? Also so, um richtige Juden zu sein, damit wir an der Stelle am Ende nicht etwas verpassen. Und Paulus sagt, Wahnsinn, was für ein irrer Gedanke.
Wenn ihr das tut, euch beschneiden lasst, dann wird euch Christus nichts nützen. So, was meint Paulus nicht? Paulus meint nicht, dass die Beschneidung grundsätzlich etwas ist, was man nicht machen darf. Logisch, man kann sie aus medizinischen Gründen machen. Paulus selber beschneidet den Timotheus, damit der als Evangelist unter Juden einen besseren Zugang zur jüdischen Community hat. Auch das ist okay. Aber hier bei den Galatern geht es nicht um Medizin und es geht auch nicht darum zu sagen, ich möchte gerne evangelistisch etwas breiter aufgestellt sein, sondern hier geht es darum, dass sie sich beschneiden lassen wollen, als Ausdruck dafür, dass sie sich ganz wieder dem jüdischen Gesetz hingeben. Wir werden das später in Vers 4 lesen. Da heißt es, ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Es ist Rechtfertigung, die hier im Raum steht. Das ist das, was die Irrlehrer ihnen verkauft haben. Rechtfertigung. Richtig vor Gott stehen. Am Ende, wenn das Leben gewogen wird, mit dabei sein. Darum geht es. Und die Irrlehrer sagen, wenn du vor Gott bestehen willst im Endgericht, dann musst du beschnitten sein. Das geht nicht ohne. Und jetzt kommt Paulus und sagt, wenn du das machst, wenn du sagst, ich gehe diesen Weg hinein in ein fast vollwertiges Judentum, ich stelle mich unter den alten Bund, ich mache die Einhaltung des mosaischen Gesetzes für mich zur heilsnotwendigen Sache, dann bist du raus aus dem Christentum. Dann wird dir Christus nichts nützen. Warum? Weil du vom Glaubensgehorsam zum selbstgemachten, eigenwilligen Gesetzesgehorsam. Verstehst du? Das funktioniert nicht. Ich muss mich entscheiden. Entweder ich werde durch Glauben gerecht oder ich werde durch Gesetze gerecht. Ich kann nicht beides haben. Und wenn ich anfange, mit dieser Seite zu spielen, ja, irgendwie noch ein paar Gebote extra und dann wird das vielleicht noch ein bisschen besser. Nein, wird es nicht. Nein, wird es nicht. Wir können nicht mit irgendeiner anderen Religion, egal ob das das Judentum ist oder nimm irgendwas, was dir vielleicht auch lieb sein könnte. Du darfst nicht mit einer anderen Religion liebäugeln, wenn du dem Herrn Jesus folgst. Deswegen diese harten Worte. Siehe ich, Paulus, sage euch, dass Christus euch nichts nutzen wird, wenn ihr euch beschneiden lasst. Du musst dich entscheiden, wodurch du gerettet werden willst. Entweder durch das Gesetz oder durch Christus. Und wenn du wieder zurückgehst ins Gesetz, wenn du wieder leben willst wie früher, dann sei dir bitte drüber im Klaren, Vers 3, ich bezeuge aber noch einmal, jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Und wenn Paulus das so formuliert, dann tut er das wahrscheinlich deshalb, weil er davon ausgeht, dass die Irrlehrer den Galatern das nicht in dieser Deutlichkeit so verkauft haben. Man kann davon ausgehen, dass die Irrlehrer eher einige Gebote aus dem Judentum genommen haben und gesagt haben, an die müsst ihr euch halt halten. Aber jetzt kommt Paulus und sagt, nee, wenn ihr zurück ins mosaische Gesetz geht, wenn ihr euch wieder bewusst unter den Fluch des Gesetzes stellen wollt, dann habt ihr ein Problem. Es sind nicht nur ein paar ausgewählte Gebote, an die man sich dann zusätzlich hält. Das ist so bis heute ja die Irrlehre der Judaisten, die haben wir im Moment auch in Deutschland, dass Leute kommen, mach noch ein bisschen dies und das. Nein, wenn du das Gesetz nimmst, wenn du sagst, für mich gilt das Gesetz, dann sind alle Gebote relevant. Einfach deshalb, weil im Jakobusbrief ja ganz klar drin steht, dass wer ein Gebot bricht, aller Gebote schuldig geworden ist. Die Gebote gehören zusammen. Du kannst sie nur als Gesamtpaket haben oder gar nicht. Und in dem Moment, wo die Galater sagen, ich hätte gerne die Beschneidung wieder und die Feste, bekommen sie plötzlich alles. Und dann gilt, ihr seid schuldig, das ganze Gesetz zu halten. Aber
Das geht ja gar nicht. Oder geht es doch? Also heute geht es auf alle Fälle nicht mehr, weil wir haben keinen Tempel mehr, keinen Hohenpriester mehr, keine Opfer mehr. Das Judentum, so wie wir es in der Bibel sehen, gibt es nicht mehr. Es gibt eine Folgereligion, die sich Judentum nennt, die aber wenig zu tun hat mit dem, was der Herr Jesus erlebt hat. Das ist 70 nach Christus mit der Zerstörung von Jerusalem und mit der Zerstörung des Tempels vorbei gewesen. Und wir merken, wow, was für ein Anspruch. Wenn ich anfange, das Gesetz wieder wirken zu lassen, dann bin ich wirklich, ich bin dem Gesetz unterworfen. Ich darf dann aber auch keinen Fehler mehr machen. Ich muss mich entscheiden, was ich will. Entweder aus Glauben gerettet werden, dann darf ich Fehler machen und Jesus hat mir schon vergeben und ich darf meine Sünde bekennen und ich darf im Licht wandeln und ich darf erleben, wie der Geist Gottes in mir wirkt und wie ich Sünde rausschmeißen kann. Ich erlebe Heiligung und das alles im Kontext einer Beziehung mit dem Herrn Jesus. Wenn ich unter Gesetz stehe, dann sagt Paulus, ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Also wo vorher Gnade da war, wo Gott uns gesagt hat, hey, ich mag euch so, wie ihr seid. Und wir kriegen das gemeinsam hin. Und ich werde euch helfen. Und ihr seid meine Kinder. Und ich freue mich darauf, in aller Ewigkeit mit euch zusammen zu sein. Haltet durch, solange ihr hier seid. Es ist alles weg. Es gibt keine Gnade. Es gibt nur noch Gerechtigkeit. Es gibt nur noch, wehe, du machst jetzt einen Fehler. Mehr gibt es nicht mehr. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Und dann sagt Paulus ganz spannend, wir nämlich erwarten durch den Geist, also wir haben ja den Heiligen Geist in uns und in uns erwarten wir etwas. Ich kann das auch übersetzen mit wir erwarten sehnsüchtig. Wir nämlich erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Hoffnung der Gerechtigkeit. Hier ist gemeint die Hoffnung auf die Gerechtigkeit. Und hier der Begriff Gerechtigkeit, ihr habt das schon mitbekommen im Galaterbrief, haben diese Begriffe wie Gerechtigkeit oder Rechtfertigung einen stark juristischen Beigeschmack. Es geht um das, was wir einmal von Gott am Ende bekommen werden. Jetzt sind wir in einem komischen Zwischenzustand. Auf der einen Seite sind wir gerecht, weil Gott uns den Mantel der Gerechtigkeit umgelegt hat. Das Bild stammt aus dem Jesaja, Jesaja 61, glaube Vers 10. Also die Gerechtigkeit Jesu deckt uns zu. Deswegen können wir zu Gott kommen. Und gleichzeitig, während wir von der Gerechtigkeit Jesu bedeckt werden, stecken wir in einem Prozess, wo wir anfangen, gerecht zu leben, heiliger zu werden, mehr von dieser Gerechtigkeit, die wir objektiv in dem Herrn Jesus schon haben, subjektiv in unserem Leben auszuleben. Wir werden immer gerechter. Und das ist eine Spannung, in der wir da drin stehen. Aber es kommt der Moment, wo diese Spannung aufgelöst wird, wo wir nicht nur der Stellung nach gerecht sind, sondern auch was unseren Zustand, was unser Verhalten angeht, völlig gerecht sein werden, wo es gar keine Sünde mehr in unserem Leben geben wird. Und diese Gerechtigkeit, die da auf uns wartet in der Ewigkeit, das ist die Hoffnung, die wir haben. Wir haben Hoffnung auf Gerechtigkeit. Ich habe die Hoffnung darauf, dass das, was mir heute das Leben schwer macht, wo ich heute sage, Mann, ich würde diese oder jene Sünde gerne noch loswerden. Und ich finde das so ätzend, immer wieder in der Spannung zu stehen, dass da Versuchung ist und dass ich immer noch Sünde bekennen muss und dass ich noch nicht so heilig bin, wie ich gerne wäre. Das wird ein Ende finden. Frage, wie komme ich da hin? Wie kommt es dazu, dass diese Hoffnung auf Gerechtigkeit in meinem Leben sich erfüllt? Und die Antwort lautet nicht, indem ich mich anstrenge und irgendwann nur noch gerecht bin, sondern nochmal der Vers. Wir nämlich erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Habt ihr das mitgekriegt? Aus Glauben. Das ist das Stichwort.
Ich kann mich entweder selber anstrengen und sagen, ich mache mich gerecht. Aber dann ist Gerechtigkeit keine Hoffnung, sondern eine Leistung. Und dann stehe ich unter dem Fluch, bitteschön auch keinen Fehler mehr zu machen. Oder aber ich glaube. Ich glaube an eine Gerechtigkeit, die mir schon geschenkt wurde in Christus und die ganze Realität in meinem Leben werden wird, wenn ich in der Ewigkeit bei Gott bin. Ich glaube daran, weil ich weiß, ich schaffe es selber nicht, aber ich habe einen, der das für mich durchgerungen, durchgekämpft hat. Und auf den vertraue ich. Ich muss mich entscheiden zwischen einer Gerechtigkeit, die ich mir erarbeite, oder einer Gerechtigkeit, auf die ich hoffe, weil ich glaube. Und mit diesem Vers machen wir für heute Schluss. Wir sind stehen geblieben, Galater 5, Vers 5. Ich habe einen neuen Termin für euch mitgebracht. Nächste Bibelstunde, Galater, 10. Teil, am 8. September 2021. Es geht dann weiter mit Galater 5, Vers 6. Und ich möchte zum Abschluss einfach noch mit uns beten. Vater im Himmel, wir wollen dir danken dafür, dass wir Zugang haben zu dem neuen himmlischen Jerusalem, dass wir Bürger dieser neuen Stadt sind, wo du wohnst, und dass wir einfach nur unsere Hände falten dürfen und bei dir erscheinen und einfach vor dir sein dürfen. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Das ist ganz großartig. Und wir danken dir dafür, Herr Jesus, dass du für uns gestorben bist und dass wir an dich glauben dürfen. Es ist einfach mal nur schön. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Wir haben im Glauben so viel, Herr Jesus. Und bitte bewahre uns davor, dass wir irgendwann auf dem Weg Richtung Ewigkeit anfangen, Glauben gering zu schätzen. Anfangen, uns selber etwas erarbeiten zu wollen, was du schon lange für uns erarbeitet hast. Herr Jesus, bitte lass uns eng an dir dran leben und dir gefallen, dein Joch tragen, weil es leicht ist und weil es uns Ruhe bringt. Vielen Dank für deine Liebe. Amen. So, ihr Lieben, das war's von meiner Seite aus. Sofern ihr euch noch miteinander trefft und austauscht im Hauskreis, wünsche ich euch eine ganz großartige Zeit. Tschüss!